Hallo, hier mal wieder ein Video von mir und zwar ungeschminkt. Und zwar wird es heute um meine Haut gehen. Es wurde jetzt schon sehr, sehr oft angefragt, dass ich ein Hautupdate-Video mache. Und da dachte ich mir, jetzt kann ich es einfach mal machen. Ich bin im Moment komplett ungeschminkt. Ich habe keine Creme aufgetragen, ich habe gar nichts aufgetragen. Und ja, das, was mich immer noch stört, ist immer noch diese mega Augenringe, die man jetzt auch sieht. Und irgendwie finde ich, dass es auf der Kamera irgendwie schlimmer wirkt, vor allen Dingen, weil es diese komischen Glanzeffekte hier hat, die ich persönlich im Spiegel nicht sehe, aber die Kamera macht irgendwie ganz komische Sachen. Ich versuche euch jetzt meine Haut so gut wie möglich zu zeigen und werde euch noch sagen, was ich weiterhin noch mit meiner Haut mache und ob es sich letztendlich, wie ich finde, verbessert hat oder auch nicht verbessert hat. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen ranzoomen, damit ihr das auch ein bisschen erkennt. Ich habe, wie man sieht, keinen einzigen Pickel. Also mir fällt persönlich nichts auf, was man Pickel nennen könnte. Ich habe einfach nur unzählige Pickelmale. Das alles sind Pickelmale. Einen Moment. Das alles sind einfach nur Flecken. Es sind ganz, ganz viele Flecken. Und ich weiß auch, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das noch wegkriegen soll. Mit der Zeit ist es besser geworden. Was ich verwendet habe, um gegen Pickel vorzugehen, seht, also jetzt im Moment gehe ich ja nicht gegen Pickel vor, das ist ja die Sache, sondern ich gehe eher gegen diese Flecken vor. Könnt ihr euch einfach nochmal das Video angucken, was ich gemacht habe. Ich werde den Link unten posten, da habe ich geschrieben vorbeugen, dagegen wirken und nachwirken oder irgendwie sowas in die Richtung war das. Ich werde euch den Link posten und in der Infobox. Und da könnt ihr sehen, was ich gegen die Pickel selbst gemacht habe. Und ja, jetzt geht es erstmal ein bisschen um die Pickelmale. Ich habe auf jeden Fall überall diese Flecken und was mich halt stört, ist, dass wenn man Make-up drauf tut, auch wenn man viel Make-up drauf tut, dass es immer schwer ist, Pickelmale abzudecken. Ich finde, es ist viel schwerer, ein Pickel mal abzudecken, als einfach ein Pickel abzudecken. Okay, Pickel sind halt Erhebungen. Ich bin schon mal ganz glücklich, dass ich im Moment keine Erhebungen mehr habe. Das heißt, wenn ich Make-up auftrage, dass mein Gesicht einigermaßen ebenmäßig aussieht. Das heißt, dass ich einfach drüber streichen kann und dass es wirklich einigermaßen glatt ist. Die Sache ist dann noch, wie deckt man das also ab? Ich benutze manchmal Camouflage. Was ich auch immer noch drunter benutze unter meinem Make-up, ist manchmal diese Azulenpaste von Dr. Eckstein. Und die ist halt grün, rot und grün. Ja, grün denkt also rot ab. Und ja, deswegen finde ich die schon mal ganz praktisch für einzelne punktierte, dunkle Pickelmale. Und deswegen benutze ich die ganz gerne noch unter dem Make-up. Dann habe ich immer noch diese bleichende Creme von Quartz BPO 5%. Ich benutze sie immer noch nachts. Nicht jede Nacht, es gibt mal Wochen, da benutze ich sie gar nicht. Zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin oder so, dann gibt es ja, mal Wochen, wo ich sie dann benutze. Deswegen, ich wechsle es so ein bisschen ab. Die soll ja bleichend wirken und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, dass es wirklich auch wirklich wirkt. Und nur wenn halt wieder diese stärkere Durchblutung eintritt, dass meine Pickelmale stärker werden. Und ja, ich finde, es hilft auf jeden Fall etwas. Dann habe ich noch eine weitere Sache und zwar ist es Rosenöl. Das ist jetzt eine spanische Marke, da meine Mutter sie damals mitgebracht hatte. Ich habe aber auch gelesen, dass Rosenwasser helfen soll. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, nur mit Rosenöl. Dieses Rosenöl soll halt dafür gut sein, dass man Narben und Pigmentstörungen jetzt nicht mehr so gut sieht, dass es sich alles ein bisschen abgleicht und dass es schwächer wird und nicht mehr so stark ist. Und ich habe das jetzt vor einer Woche so 4 Tage hintereinander drauf getan. Ich fand, es hat wirklich echt schöne Wirkung gezeigt. Auch in meinen Narben, die ich hier habe. Ich habe am Arm irgendwie ganz viele Narben hier von der Qualle diesen Sommer. Super, gell? Und ja, ich finde, es hilft auf jeden Fall etwas. Rosenöl kriegt ihr bestimmt in der Apotheke oder Drogerie. Fragt einfach mal nach. Und sind Pickelmale eigentlich richtige Pigmentstörungen? Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt versucht zu informieren. Ein Pickelmal ist eigentlich einfach nur eine Blutstauung und deswegen werden viele Pickelmale erst mit der Zeit weggehen.
Ich persönlich finde, dass meine Haut sich wirklich verbessert hat und ich bin auch wirklich im Moment ganz glücklich damit. Ich bin froh, dass mit Make-up das einigermaßen gleichmäßig aussieht. Ich werde jetzt einfach noch monatelang warten, um zu gucken, ob diese Pickelmale weggehen. Und ja, ich hoffe es wirklich sehr, sehr. Und diese Produkte sind halt die, die ich im Moment benutze und wo ich auch finde, dass sie etwas Wirkung zeigen. Mehr kann ich euch jetzt leider im Moment nicht zu meiner Haut verraten. Ich habe jetzt noch, ich werde jetzt noch vielleicht 2 Wochen oder so dieses Rosenöl ausprobieren. Mal gucken, wie es so aussieht. Ich stehe eher auf so naturbelassene Produkte, wenn es geht. Und wenn es nicht anders geht, dann greife ich natürlich zu anderen Mitteln, wie zum Beispiel sowas oder die Azelenpaste. Und dann gibt es jetzt von Garnier, was neu rausgekommen ist und in der Werbung ist, dieses Pigmentflecken Creme und so, damit es sich bessert und es soll sogar gegen Pickelmale wirken, wird in der Werbung gesagt. In 2 Wochen oder so, wenn ich jetzt vielleicht das absetzen werde oder sowas, werde ich mal gucken, ob ich das ausprobieren werde und wenn ich das ausprobiere, werde ich auf jeden Fall mal ein Video dazu machen. Ich wollte nur das jetzt nochmal ansprechen, um vielleicht auch mal zu fragen, ob das schon jemand hat und ob ihr vielleicht schon Wirkung gesehen habt und um vielleicht euch auch einfach so ein bisschen Anregung zu geben. Ich hoffe, das hat euch irgendwie ein bisschen gezeigt, ob sich das verbessert hat. Ich finde schon. Und mehr kann ich jetzt auch nicht zu meiner Haut sagen. Und sonst, ja, bis zu meinem nächsten Video und schreibt gerne alles Mögliche drunter in die Kommentarbox. Und ja, bis zu meinem nächsten Video. Wir sehen uns dann. Tschüss!